In diesem Video zeige ich dir, wie du auf unsere Wiki-Seite schreiben kannst. Ja, zunächst musst du Safari öffnen, dann auf unsere Wiki-Seite gehen, bit.ly/lernlab13 ist die Adresse. Dann kommst du auf unsere Wiki-Seite und dann musst du dich oben rechts erstmal einloggen. LernLab ist dein Nutzer-Account und das Passwort, das bekommst du von mir. Und dann einfach auf Anmelden tippen. Dann bist du eingeloggt, dann steht hier oben auch LernLab in Rot neben dem kleinen Mannequin. Und dann kannst du unten auf den Workspace gehen. Das findest du hier im Kapitel Überschrift Nummer 6. Einfach drauf tippen, dann bist du in unserem Workspace. Dann kannst du zum Beispiel hier eine rote Seite auswählen, die noch frei ist. LernLab Berlin Team 1 habe ich jetzt mal gewählt. Und wenn du drauf tippst, kommst du direkt in die Bearbeitungsansicht. Hier einfach reintippen und dann deinen Text, deine Links oder was immer einfach eintragen. Mein Songtext schreibe ich jetzt mal hier rein und dann unten auf Seite speichern. Und dann ist dein Text automatisch im Wiki gespeichert. Ja, ich denke, mehr brauchst du nicht. Das sollte genügen. Probier es einfach mal aus. Vergiss nicht, dich danach wieder aus dem Wiki auszuloggen, indem du oben rechts auf Abmelden tippst. Siehst du, hier ist dein Text jetzt gespeichert. Und wenn du wieder auf Bearbeiten gehst, kannst du den Text weiter verändern oder weitere Links dazu fügen. Viel Spaß dabei!